für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will mal ein bisschen ausholen, wenn wir heute schon über Vereine sprechen und damit beginnen, dass wir Deutsche nicht nur bei unseren europäischen Nachbarn durchaus als Vereinsmeier gelten. Rein statistisch gesehen ist jeder Deutsche in mindestens einem Verein, so auch, denke ich, viele von uns, ich auch. Wir wissen, wie die Urentstehung der Vereine losging und hatten etwa in der frühen ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufgrund der bürgerlichen Bewegungen die ersten Vereinsgründungen. Und hier will ich mal einen kleinen eigenen Werbeblock einschieben. 9 Jahre lang hatte ich die Ehre, Bürgermeister der Hessentagsstadt Butzbach sein zu dürfen, einer Stadt mit damals 204 Vereinen. Die erste Vereinsgründung war bei uns 1839 und die Stadt Butzbach ist die Stadt von Dr. Friedrich Ludwig Weidig, einem der engsten Weggefährten von Georg Büchner, hessischer Landbote, Friede den Hütten, Krieg den Palästen, Tod beider 1837 in der Haftanstalt in Darmstadt, Vormärz, Demokratiebestrebungen, alleine darüber könnte man abendfüllend reden. Über diese Vereine, aus denen Gesangvereine, Sportvereine, Turnvereine, Musikvereine entstanden sind, reden wir nicht. Verfassungsrechtlich ist das, worüber wir heute auch zu reden haben, in Artikel 9 unseres Grundgesetzes freilich auch aus dieser Zeit besonders geschützt. Und die restlichen Regelungen, was unsere Vereine betrifft, sie stehen alle im bürgerlichen Gesetzbuch. Und das Vereinsgesetz, über das wir heute reden, ist dafür gedacht, die Voraussetzungen zu schaffen, um bestimmte Vereine verbieten zu können. Gelten Vereine zwar gemeinhin als friedliche Freizeitbetätigung, sind manche Gruppierungen jedoch trotz vorhandener Vereinsstrukturen als gefährlich einzuordnen. Wir haben darüber ausführlich gerade gehört. Wird ein Verein begründbar verboten, gilt dies auch für die öffentliche Zurschaustellung der Vereinskennzeichen. Mitglieder eines Vereins bringen oft und aus Überzeugung ihre Zugehörigkeit mittels Kennzeichen in Form von bestimmten Vereinsfarben, Symbolen, Vereinskleidung häufig zum Ausdruck. Man bekennt sich eben auch öffentlich zu einem Verein und zu dessen Werten. Handelt es sich um etwas, sagen wir mal harmloses, wie ein Sport-, Gesang- oder Musikverein, ist dies auch vollkommen legitim und in Ordnung. Und dient das Tragen von Vereinskleidung und Farben meistens auch der Mitglieder Werbung. Was ist aber, wenn bestimmte Vereinssymbole oder Kleidungsstücke mit kriminellen Strukturen und Werten in Verbindung gebracht werden und manchmal dahinter auch erhebliche kriminelle Energie steckt? 2014 hatte Nordrhein-Westfalen daher das öffentliche Zeigen von Rockersymbolen vielerorts untersagt und Mitglieder von Rockergruppierungen werden mit Gewalt, Straftaten und rechtsstaatswidrigem Verhalten in Verbindung gebracht. Das damals erlassene Verbot umfasste nicht nur das Zeigen bereits verbotener Abzeichen, untersagt wurde auch das Tragen von Emblemen mit Bezug auf sogenannte Schwestervereine, also von Teilgruppen, die an einem Ort bereits verboten waren. Mit dem Hinweis, dass dieses umfassende Verbot nicht mit der derzeitigen Rechtslage in Einklang zu bringen war, hatte der Bundesgerichtshof diesem Verbot eine deutliche Absage erteilt. Um nun auch dem sympathiebekennenden Tragen von bestimmten Vereinszeichen einen Riegel vorzuschieben, verschärfen wir im Vereinsgesetz den § 9 zum sogenannten Kennzeichenverbot und passen ebenfalls die entsprechende Strafvorschrift im § 20 an. Natürlich ist nicht jede Vereinigung von Menschen, die sich dem Motorradfahren verschreiben, eine Verbindung von Kriminellen. Wird aber gegen bestimmte Gruppierungen ein Verbot erlassen, eben weil sie dieses kriminelle Strukturen aufweist, dann muss auch die Zurschaustellung von Symbolen, Kleidungsstücken, die diese kriminelle Vereinigung symbolisiert und verherrlicht, auch unterbunden werden. Menschen, die die freiheitliche Grundordnung unseres Landes offensichtlich ablehnen, auch wenn sie sich in Form eines Vereins zusammentun, dürfen ihre Vereinszeichen und auch nicht die ihrer Schwestervereinigungen, die auch nichts Besseres im Schilde führen, nicht ungestraft zur Schau stellen. Das wollen wir nicht und deshalb wollen wir es auch heute verbieten. Klar ist, dass man nicht alles verbieten kann, was man nicht mag, um den Bundesinnenminister an dieser Stelle ebenfalls zu zitieren.
Aber bei organisierter Kriminalität hört für mich und für uns der Spaß eben auf. Organisierte Kriminelle sind eine Bedrohung für die innere Sicherheit unseres Landes. Und genauso wie wir unser Land vor Gefahren für die innere Sicherheit von außerhalb wie die Terrorgefahr schützen, schützen wir unser Land vor den Gefahren, die vom Inneren ausgeht. Gerade im Bereich innerer Sicherheit haben wir vieles vorangebracht und ein großer Teil dieser Maßnahmen geht auch auf die Initiative der Union zurück. Und so sind die heutigen Änderungen im Vereinsgesetz zwar nur ein kleiner Schritt, aber wie wir meinen, es ist ein völlig richtiger, um die kriminellen Strukturen das Wasser abzugraben und klar für unsere freiheitlichen und rechtsstaatlichen Werte einzustehen. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass dieser Ansatz und dieses Gesetz auch eine breite Basis findet. Dankeschön. Das Wort hat die Kollegin Susanne.